Ja, heute ist wieder Freitag und Zeit für eine neue Folge von Meine Meinung zu. Heute geht es um ein wirklich ernstes Thema, was ich wirklich jetzt mitteilen will, meine Meinung, und zwar zu Mobbing in der Schule. Ich habe das selber jahrelang erlebt als Opfer und ich rede jetzt aus Erfahrung und da ist ganz klar, dass ich da jetzt sage, ja, es ist einfach wirklich eine schlimme Sache und es zerstört eine Persönlichkeit. Also die Vergangenheit hat sehr viel Einfluss darauf, wie man in der Zukunft sein wird. Und wenn man da einfach nur immer geschlagen wird, so Sachen versteckt werden, nach den Sommerferien alle freundlich sind und so und dann ein oder zwei Monate später, da fängt es einfach wieder von vorne an, dann verliert man auch das Vertrauen in jemanden. Oder wenn es nicht mal in der Schule ist, sondern Jahre danach, man hat einfach kein Vertrauen mehr in jemanden. Ja, Mobben ist halt auch nicht einfach nur irgendwie schlagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Mobbing denke oder wenn ich es irgendwo lese, dann denke ich eigentlich wirklich immer nur ans Zusammenschlagen oder gerade an die Schlägervideos, die da so rumgehen, denke ich da halt einfach. Aber das ist nicht einfach nur schlagen, es ist auch Sachen verstecken, verpetzen, anspucken, schubsen, ausgrenzen auf dem Pausenhof, dass man nichts mehr mit ihm zu tun haben will, dass man ihn einfach beleidigt, dass man ihn einfach mit Worten halt fertig macht oder auch bedroht. Also Bedrohung habe ich auch schon erfahren in meiner Mobbingzeit in der Schule. Und es ist eigentlich wirklich nur meistens Gruppenzwang oder vielleicht auch immer, würde ich sagen, weil es war wirklich fast die ganze Klasse, die auf einen los ist. Und wenn ich jetzt irgendwo stand, am Bahnhof vielleicht, nach dem Schultag, an dem ich wieder gemobbt wurde, und da kam da einer von denen vorbeigelaufen, der mich da gemobbt hat, in der Schule noch ein paar Stunden vorher, läuft da mir vorbei, sagt da hallo, wie geht's und so, total freundlich, wie ausgewechselt. Und ja, da denkt man, ja toll, jetzt hat er sich geändert, dann kommt man am nächsten Tag wieder in die Schule und dann geht's wieder von vorne los. Und das ist eben der Gruppenzwang, weil wenn jemand in der Schule jemanden mobbt und man sagt dann, ja, lass sie doch in Ruhe, dann gilt man auch gleich wieder als Opfer. Und ich meine, wenn das jeder so tun würde, wenn jeder wirklich sagen würde zum anderen, ja, lass sie in Ruhe, dann würde es überhaupt kein Mobbing mehr geben und das wäre wirklich, wirklich total toll. Ich habe es überlebt, aber manche, die bringen sich auch um, weil sie gemobbt werden. Da gibt es ja ein Mädchen, was sich umgebracht hat. Das hat auch im Internet ein Video gemacht, kurz vor ihrem Tod, also vor ihrem Selbstmord. Und da sollte man sich auch wirklich mal Gedanken machen, ob man ein Leben zerstören will oder ob man ein Leben auf dem Gewissen haben will. Also ich würde es nicht haben wollen. Manche werden auch einfach nur depressiv oder kriegen Essstörungen oder die reden einfach gar nicht mehr. Das gab es bei mir auch eine Zeit, wo ich in der Schule war und überhaupt nichts mehr mit jemandem geredet habe. Und sind einfach die Folgen vom Mobbing. Und mein Appell an alle ist einfach, hört auf zu mobben, denkt an die Opfer, versetzt euch mal hinein, stellt euch vor, ihr läuft irgendwo und dann kommen 5, 6 Leute auf euch zu und schlagen euch oder schubsen euch oder in der Schule verpetzen euch. Ich meine, das will niemand, aber niemand versetzt sich irgendwie mal in die Opferrolle rein, wie schlimm das für das Opfer ist oder was zur Folge das hat. Die wollen einfach nur stark sein, cool sein, sonst irgendwas. Darum hört einfach auf zu mobben. Wir sind alles nur Menschen. Jeder Einzelne hat das Recht auf sein Leben und niemand soll fertig gemacht werden. Und mit diesem Satz beende ich jetzt dieses Video. Wenn du derselben Meinung bist wie ich oder wenn du es selber erfahren hast mit Mobbing, dann freue ich mich einfach, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, weil das zeigt mir einfach, dass ich recht habe und dass ich das Richtige tue. Und ich sag mal bis zum nächsten Freitag. Tschüss!